Put a call out to any notepad who will listen. 36 hours to Doha. Get ready to fight! Das Exodus-Event ist nun jetzt vorüber und wir haben einige neue Neuigkeiten und Eindrücke gesammelt, bezogen auf Battlefield 2042. Mein Name ist KDG Chris und willkommen zurück zu den Battlefield 2042 News. Seit der Aufnahme wurde vor 2 Stunden der Exodus-Shortfilm veröffentlicht auf der offiziellen Battlefield 2042 YouTube-Seite. Es ist schon länger bekannt, dass Battlefield 2042 keine spielbare Kampagne besitzt. Ganz leer gehen die Kampagnenspieler aber nicht aus, und zwar die Exodus-Shortfilm-Reihe hat eine kleine Geschichte aufgebaut, die uns einen kleinen Vorgeschmack darauf gibt, was wir in Battlefield 2042 Multiplayer alles erleben können. Im Shortfilm haben wir ein Wiedersehen gehabt zwischen 2 Soldaten, die den ein oder anderen bekannt vorkommen sollte. Und zwar handelt es sich um den Soldaten Peck und Irish, die bekannt sind aus dem damaligen bekannten Squad Tombstone. Die damaligen Kollegen, die Seite an Seite gekämpft hatten, kämpfen nun in Battlefield 2042 gegeneinander. Und das anfangs erstmal unwissenhaft. Durch einen Schicksal haben die zwei sich auf dem Schlachtfeld wieder getroffen, was für den einen eher negativ ausgegangen ist. So lief Peck auf den verwundeten Soldaten zu und bemerkte erst jetzt, dass es ein Kollege ist aus damaligen Zeiten. Daraufhin nahm Peck seinen Kollegen mit zu seiner Lazarettstation, was eigentlich gegen seine Befehle verstößt. Daraufhin bindete er seinen Kollegen ans Bett an, denn er gelte immer noch als Feind. Ein kleines Hin und Her mit einem kleinen Smalltalk hat nun auch Gewissheit gebracht, warum sie sich gegenseitig verfeindet haben. Denn Irish sagte zu Peck, dass er ein Verräter wäre, denn er kämpft nicht für die richtige Seite. Peck daraufhin hat geantwortet, dass er für die No-Pads kämpft, für Freiheit und Frieden, und sagte, dass Irish auch das früh genug noch erfahren wird, wofür er kämpfen tut. Einige Sekunden später nach dem Smalltalk zwischen Irish und Peck wurde das Lazarettschiff von Peck übernommen von feindlichen Kräften. Die feindlichen Kräfte stellten sich dabei raus, und zwar wollten sie den Irish wieder retten, der gefangen wurde von Peck. Peck versuchte natürlich, die Angreifer zum Rückzug zu zwingen und bekämpfte den ein oder anderen Eindringling. Angekommen auf der Plattform vom Trägerschiff bemerkte er, dass sein Sohn sich auf der Plattform befindet. Nebenan ein Soldat, der die Pistole an den Kopf seines Sohnes hält. Peck flehte den Soldaten an, es nicht zu tun. Den Soldaten interessierte das eher weniger und sagte, dass es nötig wäre für die neue Welt. Daraufhin wurde ein Schuss gelöst. Der Eindringling, wo die Pistole an den Kopf von dem Sohn von Peck hielt, fiel um. Peck, schockiert, schaute nach oben rechts und bemerkte, dass sein Freund Irish sich befreit hatte, um seinen damaligen Freund und seinen Sohn zu retten. Er natürlich hat alles mitbekommen und hat bemerkt, dass er tatsächlich für die falsche Sache kämpfte und erschoss damit den Eindringling. Unbemerkt blieb die ganze Sache nicht, und zwar ein Kampfhelikopter, der die ganze Sache mitverfolgt hatte, eröffnete danach das Feuer auf Irish und Peck und trief den Irish tödlich. Peck, schockiert, mit der Situation überfordert, schnappte sich so schnell wie möglich die Abwehrrakete und schießte den feindlichen Kampfhelikopter nieder. Seinen Sohn in Sicherheit gebracht, bewegte sich Peck so schnell wie möglich zu seinem verletzten Kollegen. Angekommen bei Irish, bemerkte Peck, dass Irish schon verstorben ist, riss seinen gefallenen Bruder das Dogtag raus und ehrte ihn für eine Sekunde. Peck ging darauf wieder zum gefallenen Soldaten, der von Irish erschossen wurde, und sah am Boden ein Tablet liegen. Er hebte diesen Tablet auf und sah, dass eine E-Mail verschickt wurde. Drückte auf diese E-Mail drauf und sprach eine Sprachnachricht im Sinne: Wir werden uns wiedersehen und wir werden Krieg führen mit euch, denn wir werden euch besiegen. Ja Leute, das war ungefähr die Geschichte vom Exodus Shortfilm, mal ein bisschen zusammengefasst. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Shortfilm unter dieses Video, mich würde es echt interessieren, wie ihr die ganze Sache fandet. Ich fand es persönlich extrem cool, dass Irish und Peck hinzugefügt wurde in diese Geschichte als kleines Easter Egg zu Battlefield 4 Zeiten. Extrem cool gemacht. Ich habe echt am Anfang, wo ich mir das zum ersten Mal angeguckt habe, überlegt, kenne ich die nicht von irgendwoher? Vor allem Irish hat mir auf jeden Fall als erstes zugesagt mit seinem Gesichtsausdruck. Aber jetzt gehen wir weiter zu weiteren Informationen. Und zwar kann man sich jetzt offizielles oder inoffizielles Gameplay
zu Battlefield 2042 anschauen. Die geschlossene Battlefield 2042 Alpha ist nun heute gestartet und lange hat es nicht auf sich warten lassen, dass der erste schon die NDA gebrochen hat. An alle, die eine Einladung zur Close Alpha bekommen haben, mussten eine NDA unterschreiben, und zwar ist das eine Sache, die Publisher öfters machen, um Beispiel eine geschlossene Alpha wirklich geschlossen zu lassen, um mögliches Gameplay oder Videos zu veröffentlichen zu lassen, muss man dann halt diese NDA unterschreiben. Sollte man diese Sache brechen, muss man mit hohen Geldstrafen rechnen. Diesen Japaner oder Chinesen, ich weiß jetzt nicht ganz genau, hat das nicht interessiert und hat Gameplay von seiner Alpha hochgeladen und hat den Link gepostet auf Twitter und Reddit. Die ganze Sache habe ich auf jeden Fall unter dieses Video verlinkt. Wenn das Video nicht schon gesperrt ist, könnt ihr euch die ganze Sache dort anschauen. Ich habe mir das Gameplay angeschaut. Ich muss sagen, ich freue mich extrem auf Battlefield 2042. Ich muss sagen, da kam was im Gameplay vor, ein Fahrzeug, wo so noch gar nicht angekündigt wurde, aber mich extrem gefreut hat, dass es wieder drin ist. Will es gar nicht aussprechen, denn ich habe Angst, dass das Video dadurch auch gesperrt sein wird, könnte. Deswegen sage ich nur, in Battlefield 4 gab es ein AC-130, was mir ziemlich gut gefallen hat. Ja Leute, das war's mit den Informationen. Ich bedanke mich herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bleibt auf jeden Fall aktiv dabei. Abonniert meinen Channel und lasst gerne ein Däumchen nach oben da und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Gameplay fandet, wenn ihr es bereits schon gesehen habt, und wie ihr, wie gesagt, den Exodus Shortfilm fandet. Ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos. Bleibt gesund, meine Freunde. Haut rein. Ciao.